Nemesis has been sighted. He has challenged the king's right-hand man, Lord Pureheart, and if he defeats him, this could present a major obstacle to us. More importantly, at this present time, the realm of Sparklydell appears to be drawing rival keepers like a magnet. Ja, und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier bei Dungeon Keeper 2 in Level 11. Wir haben die Auswahl zwischen drei Leveln und mein treuer Berater Phil hat das Level im Norden eingefordert, meine ich. In diesem Level wird es auch wieder drei magische Gegenstände zu finden geben, außerdem eine Level 10 Kreatur. Mein lieber Scholli, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Lass uns reinhören, was wir zu tun haben. You have chosen the most difficult path, Keeper. There is no portal available. To compensate, you have arrived with some of your strongest minions. It would be a terrible shame if another Keeper were to lose his portal to your fell clutches. Attack quickly. Surprise and slaughter are the means to obtaining this land's portal gem. Okay, alles klar. Also, wir können keine Kreaturen bekommen, da wir kein Portal haben. Und, ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das hier vonstatten gehen wird. Lass uns einfach mal reinschauen und dann legen wir direkt los hier. Instant Kill-Off. I am Kronos, Master of Strategy. I will train my creatures hard to form elite troops. Then I'll kill you all. I'll keep my creatures hidden in these caves. And no one will put challenge to Belial, else doom upon them. I am Raksha. Know that this land of fire will be mine. I'll brook no opposition. Morgana am I, and my enemies are everywhere. I must be ready to repel them. Alles klar, wir haben also vier Gegner. Scheiß die Wand, dann ist das schön. Können wir richtig Schlacht machen. Genau so muss es sein, um das Spiel... Ah, doch. Boulder Trap. Steel Door. So. Okay, legen wir los. Das kann erstmal weg. Joined by four unholy rivals and all seek to rule this land. So take them on. The prize will come to you when they're gone. Your creatures require a place to rest. Build them a lair. Ah, okay. Ich habe mich gerade gewundert, weil das hieß ja eigentlich anfangs, wir haben kein Dingens, kein Portal. Aber natürlich können wir ja auch eins übernehmen von unserem Gegner. Das macht natürlich auch Sinn. Und ich würde mal sagen, das versuchen wir auch möglichst schnell hinzukriegen. Wir haben auf jeden Fall schon mal, ja, drei Salamander und zwei eiserne Jungfrauen. Ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Anfang. Und hier oben können wir weitermachen, sehr gut. Ich bin wirklich sehr gespannt auf dieses Level. Ich bin am überlegen, weil wir jetzt hier gleich einen Schlafsaal, denke ich mal, hinbauen werden. Oder eine Hühnerfarm. Ich glaube, ich packe hier eine Hühnerfarm hin. Dann können wir lieber die Schlafplätze woanders hin machen. So, warte mal, wir machen hier mal eben zum Beispiel Schlafplätze hin. Und ich habe hier gerade so eine kleine Vision, dass ich hier einfach überall Schlafplätze hinkloppe erstmal. So, ich muss schauen, wie es hier oben aussieht. Wie wir jetzt genau hier fortfahren werden. Ja, ach Mädel. Also bitte, du hast ja wohl hier jetzt eine Möglichkeit, dir hier irgendwie eine Schlafmöglichkeit zu suchen. Da habe ich auf jeden Fall schon mal gut vorgesorgt. Also bitte beklagt euch nicht, Kreatur. So, also erstmal eine Hühnerfarm. Und zack. Sehr schön. Danach müssen wir auch hier drüben dann mal ein bisschen Gold abernten, würde ich sagen. Sonst sehen wir bald recht arm aus. So, hier kommt auch noch mal ein Bettchen hin. Da ist schon der gelbe Keeper. Ah, da kommt man ja sogar richtig schnell hin. Na, ich bin mal gespannt, Leute, wie wir das machen werden. Hier können wir auch noch ein paar schöne Räume hinbauen. Doch, 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 wir werden das Level rocken. So viel steht auf jeden Fall schon mal fest, also ich mache mir ja keine Sorgen, dass wir irgendwie Probleme bekommen werden. Nee, 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 das läuft alles. So, ah, da bauen die auch schon sich fleißig auf. So, naja, ich soll ja eh schnell losschlagen. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt. Meine Kreaturen sind sogar schon einigermaßen trainiert.
könnte hier natürlich noch irgendwo einen Trainingsraum hinhauen. Bin auch schon mal überlegen, ob wir hier einfach mal uns durchgraben. Und dann dort einen Trainingsraum hinhauen. So, meine fleißigen Imps holen schon mal ein bisschen Gold. Na, okay. Mit dem Erdbeben könnten wir ja auch sehr schön durchcrashen. Ich glaube, das wird eine spaßige Runde. Ja, doch. Ich glaube, das könnte Spaß machen. So, hier habe ich auch einen riesigen Raum. Da würde ich aber eher ein Gefängnis hinmachen. Wie gesagt, der Trainingsraum, der kommt dann eher hier hin. Ah, die wollen alle gerade Gold sammeln, wa? So, guck mal hier. Mach doch mal bitteschön das Dingens hier für mich alles kaputt. Okay, dann gehst du nach da oben. Oder nimmst ein. Ja, genau, das wird natürlich auch gehen. So, mach du mal ein bisschen schneller, mach du mal ein bisschen schneller. Und dann geht die Luzi hier hoffentlich ab. So. Also hier kommt der Trainingsraum hin. Der muss ja erstmal gar nicht so groß sein. Es wird ja schon fast reichen, wenn da 5 Kreaturen trainieren können. Denn wir haben aktuell ja nur diese 5 Kreaturen. Also, warum sollten wir jetzt hier so over the top unser Trainingsraum so riesengroß gestalten, wenn das hier ausreichend ist? So, wie viele können hier trainieren? 3 gerade mal. Das ist natürlich jetzt nicht so viel. Aber meine Kreaturen müssen ja noch die Wände verstärken, dann wird sich das auf jeden Fall noch erhöhen. Your minions need a larger training room. So, immer noch 3 von 3. Ah, okay, wenn der hier die Wand macht, kriegen wir 1. Also 6 müssten hier am Ende eigentlich trainieren können. Jetzt können schon mal 4 und jetzt gehen die schon wieder irgendwo anders hin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt bin ich am Überlegen. Also, ein Gefängnis wäre auf jeden Fall was Schönes. Ja, so ein großes... Ne, warte mal. Ja, jetzt direkt noch nicht. Ich würde gerne das Heldenportal hier klauen, erstmal. Es wurde mir gesagt, ich soll hier schnell zum Angriff übergehen. Deswegen 3 Imps hier hinschmeißen. Und dann gibt es ja erstmal ein bisschen Krieg, würde ich sagen. Krieg ist immer gut. So, wir könnten hier noch eine Werkstatt ganz gut gebrauchen. Machen wir sie mal so. Dann kann ich notfalls den Trainingsraum auch noch mal ein bisschen vergrößern. So, sehr schön. Und jetzt können 6, ja. Also, haben wir gut gemacht. So, die graben sich hier durch. Ihr seht schon, die können sich da nämlich durchgraben. Auch wenn da der Dingens ist. Ich brauche ein Casino. Na, lass mich mal entscheiden, was ich brauche und was ich nicht brauche. Mein lieber Berater. So, hier können wir auf jeden Fall schon mal durch. So, und der hier verlässt, glaube ich, das Dingens, weil er Hunger hat. Nee, der hat einfach nur Hunger und geht was zu essen holen. Alles klar, weiß ich Bescheid. So, und dann müssen wir auf jeden Fall das Portal halten. Das ist das Wichtigste, Freunde, dass wir das Portal halten. Denn, ansonsten haben wir irgendwann keine Kreaturen mehr. Und das wäre ziemlich ungünstig. Das müsst ihr zugeben, denke ich. Oh, komm. Ah, sehr schön. Sehr schön. So, er will Stress machen, kann er haben. Vor allem ein Magier steht da, der will mich doch verarschen. So, sehr schön. Ja, 1, 2, 3 Magier. Da haben wir direkt das erste Dungeon-Herz. Oh, das könnte sogar schnell gehen. Das könnte ja wirklich schnell gehen. So, ein bisschen meine Kreaturen im Auge behalten. Okay, hier haben sie wen. Da ist eine Jungfrau. Ist einer weggegangen? Hä? Ah, Mist, was... Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Meine eine Jungfrau ist da alleine. Warte mal, machen wir es anders. Ah, ich kann den Zauberspruch gerade nicht wirken. So, kommt mit. Wäre schön. Oh, Vorsicht. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Hab sie gerade noch gerettet. Ah, der hat viele Magier. Your lair is too small. Komm schon, Kreaturen. Was? Your lair is too small? Ihr habt doch alle eine Möglichkeit, irgendwo zu schlafen. So. Oh, mein einer Level 4er kämpft jetzt hier wieder. Sowas hasse ich, wenn einer alleine die Arbeit machen muss. So. Komm schon. Geht doch. Danke, dass ihr den Imp getötet habt. So, die Magier, die können nicht so viel. Also eigentlich müssten wir das hinkriegen mit unseren Salamandern. Okay, der heilt munter seine Leute. Kann ich notfalls auch machen. So, ein Magierproblem weniger.
würde mir gerne schon mal ein kleines Gefängnis aufbauen. Wie viele können da rein? 3. Okay, machen wir nochmal eine Nummer größer. 4. So, muss ich wen heilen? Der nicht, der auch nicht. Den hier könnten wir heilen. Ah komm, wir heilen die einfach. So, und der ist jetzt schon Stufe 5. Und ich glaube, wir können jetzt hier direkt sein Herz angreifen. Der eine nimmt hier übrigens schon munter ein, Freunde. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ich muss eh nochmal einen anderen Wohnraum irgendwo hinbauen. Wir bauen hier nochmal Betten hin. Neben das Gefängnis. Das kommt immer gut an bei meinen Kreaturen. Und machen wir hier hinten auch nochmal was hin. So, hier ist überall noch Geld. Das Geld liegt auf der Straße. Das kann ja wohl nicht angehen. So, wie geht's meinen Kreaturen? Ja, da würde ich mal sagen, muss jemand geheilt werden. Und der da auch am besten. So. Oh, da kommt ein weiterer. Ja, ist doch gut, wenn die verhungern. Was hast du denn für ein Problem? So, wie sieht's aus, das Dungeon-Herz? Könnt ihr das mal bitte zerstören? Wäre wirklich sehr nett. Wäre euch da sehr verbunden. 1, 2, 3. Ja, das sieht gut aus. Sie greifen das Herz schon an. Also den ersten Gegner werden wir gleich schon down haben. Mein Trainingsraum muss definitiv vergrößert werden. Die Jungfrauen hier sind schön am Trainieren. Das freut mich. Und jetzt würde ich gerne... Nee, das ist zu teuer gerade. Ich brauche Geld. Ich muss Geld kriegen. Ah, egal. Kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin, Leute. Macht euch da mal keine Sorgen. So, hier mit dem Gold. Oh, wir sind hier auch schon nah an dem Blauen dran. Erstes Skelett ist da, Leute. So, das geht gut. 4 Skelette kann ich maximal. Alles klar. Ey, das ist doch nicht wahr. Diese blöden, dreckigen Imps. So, komm mal her, hier. Ein Skelett. Kann hier mal ein bisschen für Ruhe und Ordnung sorgen. Ich will auch nicht, dass dieser kleine Imp hier stirbt. Holen wir uns noch mal ein paar Imps. Ah, jetzt wollen die hier die Brücke schon einnehmen. Kriegst zu viel hier, Leute. So, meine Kreaturen trainieren schon munter. Er hier ist gleich schon Stufe 6. Dadurch, dass wir halt hier so geil angegriffen haben am Anfang direkt. Oh, sehr schön. So, also dem geht langsam aber sicher der Gar aus hier. So, zack, ein Skelett dorthin. Ja, jetzt hat der Imp immerhin Angst. Er wird von meinem Skelett angegriffen. Sehr schön, so muss es sein. Hängst du da fest? Willst du mich verarschen? Ich hoffe nicht. Geldmäßig, ich nehme gerade, ich habe irgendwoher Geld bekommen, aber ich weiß nicht genau woher. Hatte ich noch was zum Abbau freigegeben? Ich bin mir nicht sicher. So, eine Werkstatt. Das Skelett ist jetzt hier. Sorgt hoffentlich dafür, dass die gleich mal down gehen. Und die Salamander haben hier gleich auch schon mal den ersten Gegner besiegt. Sehr schön, Freunde. Das sieht gut aus. So, von mir aus kann jetzt auch gerne ein Dingens kommen, ein Troll. Den kann man immer gut gebrauchen. Und... Ah, da ist er, der gute Troll. Alles klar, so muss es sein. Haben wir ihn? Yes, sauber, wir haben den ersten Keeper besiegt. Freunde, so muss es sein. Genau so muss es sein. Ich brauche noch ein paar Imps. Das geht mir hier alles ein bisschen zu langsam. Machen wir nochmal ein Stückchen größer. So, jetzt könnten wir direkt zu Rosa hochgehen. Ah, Magier. Sehr gut. Und ich bin jetzt schon am Überlegen, ob wir jetzt hier unser Dungeon hinverlegen. Die Laufwege sind sonst einfach ätzend. Wir könnten hier auch nochmal eine kleine Hühnerfarm nachher hinhauen. Ich weiß halt nicht, wie es mit dem Geld aussieht, ne? Weiß halt nicht, wie es mit dem Geld aussieht. Der Imp nimmt dort ein, sehr schön. So, und die bauen jetzt hier Gold ab, okay. Weiß gar nicht, warum hier so viele Hühner rumrennen. Wo will die eiserne Jungfrau hin? Kann's gerne trainieren. Ach, ich wollte den Trainingsraum ja noch größer bauen, wa?